Die Willby-Verschwörung. Sidney Poitier und Michael Caine. Entweder kommen heute Abend die Handschellen ab oder morgen, spätestens übermorgen, die Hände. Sidney Poitier, der Rebell. Er ist des Hochverrats schuldig und man lässt ihn dennoch frei. Damit beginnt die Willby-Verschwörung und eine gefährliche Verfolgungsjagd über 900 Meilen. Die Staatsanwaltschaft zieht hiermit ihre Anklage zurück. Du hast ohne ihn keine Chance, genauso wenig wie er ohne dich. Verdammte Scheiße! Herrgott, nochmal, was tue ich hier eigentlich? Ich weiß nicht, soll ich euch erschießen oder soll ich die Polizei holen? Besser, Sie erschießen mich. Ich halte mich raus. Tango Romeo, Tango Romeo. Sie sind eingekreist. Sie gehen sofort runter und fliegen durch diesen Einschnitt da. Was denn da soll ich tun? Das ist der reine Selbstmord, ich weiß. Los, tun Sie es. Sidney Poitier und Michael Caine in Die Willby-Verschwörung.